und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Mit dem Albert. Achso, ne, der Albert ist gerade zu Fuß unterwegs. Aber wir machen jetzt noch ein schickes Festbar heute Abend. Dann ist Feierabend. Ach, da ist er ja schon. Albert, servus. Ja, servus. Du bist ja schon da. Was aber schnell. Oh. Ich park mal gerade. Oh. Oh, mit der Ruhe. So, Licht aus. Zuck, zuck, zuck. Nice. Ne? Ist doch mal. Oh. Hast du gerade auch eine SMS gekriegt? Gerade auch eine SMS gekriegt. Ja, per Textnachricht hier, ne? Ja, ja, der Polizist sucht den Hofer. Hier kann man auch mal zumachen. War Scheiße gebaut. Oh Gott, jetzt zeigt unsere Türe auf, da müssen wir drauf achten, ey. Hey. Komm mal rein. Aber putz dir die Schuhe ab. Kommst vom Feld. So, ja. Hier links Küche. Ich hol mal gerade die Wurst aus dem Kühlschrank. Moment, Kühlschrank. Das ist eine Spülmaschine, ich glaube, der ist hier eingebaut. Weil hier Wurst, Brot, brauchst du Butter oder so? Aber auch, hab auch Leitbutter da. Leitbutter? Ja, so, dann lass dir mal schmecken, ne? Also außer, alle außer Gefecht, ne? Ja. Ja, gut. So. Techniker kommen lassen. Dann guck ich gerade mal. Ja, ich rufe dann mal nachher den Händler an. Und frag, wann der offen hat. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Ich glaube ab 9 oder so, oder? Stimmt, so gegen 9. Ja, dann gucken wir mal. Genau, die Bratwurst ist richtig gut. Hey. Los, kommt. So. Oh. Ist ganz schön frisch noch hier draußen. Ist gut. Können wir auch mal eine Grillparty machen, oder? Jo. Das könnten wir machen, wenn wir mal das Silo vollhauen, ne? Was vorne stehen haben. Mit dem Holz, meinst du? Hey, hier das große, geradeaus zu. Wie Häcksel meinst du, sollen wir? Ja, aber daran wird das halt nicht ausreichen, ne? Da passt bestimmt so knappe 8 Millionen. Ja, das reicht auch nicht. Also, das brauchen wir ja auch nicht. Oh, so. Moin, jetzt haben wir die Nacht doch wieder durchgequatscht. Schlafen wir den Traktor weiter. Ja. So, was habe ich gestern Abend gesagt? Wen wollte ich anrufen? Den Händler. Ah ja, genau. Auf oder was das war? Ja, ich probiere es mal bei ihm. Die wollen. Lukas. 85. Das ist noch nicht mal erntereif, ich bin gerade vorbeispaziert. Ah, dann mach ich das, wenn es erntereif ist. Hallo? Der ist nicht reingegangen. Oh, jetzt ruft er zurück. Ja. Volker Varuna, hallo? Hallo, Herr Varuna, ich war nicht schnell genug, ich war noch mit dem Herrn Ray 6 an einer anderen Leitung. Ah. Ich wollte fragen, wann Sie aufmachen. Ich wäre jetzt eigentlich da. 20 Minuten. Okay, aber vielleicht geht's auch eine telefonische Beratung. Warten Sie, lassen Sie mich mal kurz den Traktor anstellen. So, da habe ich mich auch nicht verdammt. So, Herr Warner. Wir sind am Überlegen, ob wir uns noch einen zweiten Tiefenlocker holen.
Tiefenbacher. Ja, Tiefenbacher. Ja. Warte mal kurz. In welcher Preisregion soll es sich bewegen oder soll es eher nach... Moment kurz. Wissen Sie nur, welchen ich schon bei Ihnen gekauft hatte? War das ein roter oder ein gelber? Ein Kuhn. Ein Kuhn. Ja, dann hätten wir gleich das, hätten wir gern das gleiche Modell, eventuell. Was würde zusammen 12.000 machen? 12.000. Okay. Und was würden Sie uns empfehlen, wenn wir irgendwas bräuchten mit Frontlader, mit einer relativ großen Schaufel? Also für einen Traktor und Frontlader. Nee, einen Selbstfahrer mit Frontlader. Ach so, Hey, servus, hey, krass, dass du anrufst, ja? Hey, ja, sorry, ja, der Typ, was hier wohnt, der ist halt gerade nicht da, ja? Es ging also sowas wie Teleskoplader. Ja, ja. Aber es soll halt preisgünstig sein. Wenn sie, glaube ich, nicht allzu viel Leistung benötigen, ist, glaube ich, also wenn es günstig sein soll, mit einem Frontlader können sie halt alle möglichen Schaufeln, also mit dem Kramer alle möglichen Schaufeln transportieren. Was wäre denn da die größte Schaufel? Und wie schnell ist denn das Teil? Der Kramer fährt 40. Okay. Ein Teleskoplader ist gleich, was ich im Katalog sehe. Hat halt ein bisschen mehr Leistung. Und von den Schaufeln her, welche hatte die größere? So 2640 Liter von Maxi, das wäre so das, glaube ich, was passen würde. Also das zählt dann für beide, oder wie? Ja. Sind Sie sich da sicher? Glaub schon. Ich bin gerade am überlegen, weil der heißt ja Frontlader. Ja. Aber... Also wenn Sie mir sicherstellen können, dass da die Teleskopladerschaufel dran geht, dann würde man den eher den Kramer mit der Teleskopladerschaufel nehmen. Ich glaube halt fast, dass ein Frontlader, der ist ja filigraner, als wenn Sie sich jetzt mal die Aufhängung vom Kramer anschauen. Sie meinen ein Frontlader? Ach so. Ja. Wie gesagt, das müsste halt sichergestellt sein. Dass Sie mir hier die Katze im Sack verkaufen. Da lassen Sie am besten dann nochmal mich in einer Woche oder so. So viel Zeit haben wir nicht. Wenn, dann wird man den wahrscheinlich schon diese Woche kaufen. Da kann ich es Ihnen halt nicht, weil der Hersteller, der hat so lange Antwortzeiten und alles. Ach so. Da musste ich mal durchtelefonieren, ob jemand so einen hat. Hier ja, das können Sie mal machen. Ja. Probieren Sie es mal beim Neumann, der hat doch alles mögliche an Gerät. Ja. Jo. Vielleicht okay. Hat der eine Ahnung. Wenn Sie schon keine Ahnung haben, dann vielleicht er. Ich hatte so ein Fahrzeug halt nie und okay. Die Einweisung vom Händler ist, für den Händlern bei solchen neuen ist aufgrund vom Kostendruck echt sparsam geworden. Das heißt, ich müsste mir alles selbst kaufen, aber so viel Geld habe ich gar nicht. Okay, Moment kurz. Albert, du kannst wieder aus Söll, wenn du willst. Alles klar, gut. Bis ja, nicht, später dann. Nimm dir noch eine Stulle mit. Gut, mache ich. Danke. Okay. Und? Ich wollte Sie fragen, es gab doch so eine Gerichtsverhandlung gegen den Herrn Hofer. Wissen Sie, wann die stattfindet? Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Gerichtsverhandlung gibt. Der ist doch flüchtig. Ach so. Ja, ich dachte, verurteilt werden kann er trotzdem, aber... Ja, in Abwesenheit geht schon, aber ob das gemacht wird, das müssen wir überlegen. Ja, okay, dann tschüss. Tschüss erstmal. Warte mal. Ist der schon weg? Jo. Hallo, Herr Grünfeld. Oh, danke schön. Hier ist der Richter von der Polizei. Ich wollte Ihren Hof nur um 9 Uhr mal zur Polizei einladen oben, weil ich wollte Ihnen einmal sah oder zeigen, wie so es abläuft hier oben und
Das, weil einige denken über die Polizei, denke ich mal nicht so gut, dass die dann einfach mal näher gebracht bekommen, wie der Polizeialltag ist, einfach mit der Wache zu zeigen. Deswegen würde ich sie gerne um 9 Uhr hier oben mal einladen, hier in den Hof. Gut. Danke ich herzlich dafür. Ja, vielleicht Also können Sie das Ihrem wenn mein Chef auch Chef, weitergeben. ja, wenn mein Chef wieder da ist, dann sage ich ihm auf jeden Fall Bescheid, da hat er bestimmt nichts dagegen. Okay, gut. Tschüss. Tschüssi. Ja, Albert. Albert. Was ist denn da los? Albert. Ich glaube, das sitzt noch nicht auf dem Traktor. So, du. Oh, wir haben einen Moment. Okay. Ah, und ist schon wieder da. Albert? Kein Telefonnetz mehr. Naja. Naja. Zum Glück habe ich das Gespräch mitbekommen. Zum Glück habe ich das Gespräch mitbekommen. Oh, da sind wir wieder. Wir brauchen unbedingt einen Teleskoplader oder irgendwie sowas. Ey, da bin ich ja nur am Hin- und Hergeigen. Kann ich ja die ganze Zeit nur Hackschnitzel fahren. Ist voll. Mist, ey. So. Gut, dann haben wir hier wieder Bretter. Muss ich gerade mal gucken drüben. Poltergabel liegt noch hier. Da ist leer. Dann machen wir da einfach noch voll. Vielleicht baue ja demnächst wieder einer. Ein paar Leerpaletten. Paletten kann man immer ein paar stehen haben. Albert! Ja? Ich bin ja richtig stolz auf dich. Was? Wieso? Du bist vorbildlich. Immer hier schön mit Freisprecheinrichtung telefonieren. Achso, eins noch. Der Polizist hat uns eingeladen. Um 9 Uhr. Ja, das meine ich ja. Habe ich mitbekommen, weil du Freisprecheinrichtung anhattest. Ja.
Ja, bitte. Wir haben richtig viele Bretter, Leerpaletten. Ja, guten Preis machen, ne? Wenn wir auch. Wenn wir so gut sind, ne? Darf bloß keiner wissen, dass wir genug von haben. So. Dann machen wir den Preis ein bisschen höher. Ja. Ah, bin ich froh, wenn wir hier ein anderes Fahrzeug haben. Wenn er was verdient, ne? Der Stapler ist schon ein bisschen schwach auf der Brust. Weiß. Ach so, jetzt hab ich wieder vergessen. Ja, welcher Tag das ist hier, wie meinst du? Die Option von dem Traktor da oder was er da alles hat. Ja? Steigung. Bin ich mal gespannt, wenn da alles so zusteht. Ja, da müssen wir dann gucken. Weiter Traktor und da wäre schon richtig gut. Ja, ich glaube, da kriegt man schon den Johnny ran. Mit der Post. Was? Fertig. Doch irgendwann den zweiten haben. Achso, wenn wir da was abholen sollen, sagst du Bescheid, ne, beim Händler, ne? Jo. War ich doch. Ich denke, wenn wir. Aber wir fahren zusammen hoch zur Polizei, oder? Willst du ja auch gucken. Oh, okay. Dann komme ich gleich zu dir ins Feld. Ich mach kurz bei den Leerpaletten wieder was rein. Achso nicht. Und dann komme ich vorbeigefahren, dann können wir zusammen hochfahren. Oh, das ist... So mal schön, ne? Tag der offenen Tür bei der Pullermann 2. Jo. Das schon mal. Ja, wie er gesagt hat, er denkt, dass wir alle falsch von der Polizei denken. Hat er richtig erahnt. Gibt vielleicht ein paar Experten hier, ne? Die das alles nicht so ernst nehmen hier im Dorf. Ja. Sollen sich das ruhig mal anschauen. Oh, 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 oh. Schnell raus. Oh Mist, ey. Der Stapler hängt schief. Ich fahre mal mit dem Traktor hin. Vielleicht kriegen wir dich. Also. So, jetzt. Vielleicht kriege ich ihn ja wieder hochgehoben. So, aber an dieser Folge, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Viel zu schlank. Haut rein, macht's gut. Tschüss.